Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Farm Manager World. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir wollen hier den Biotreibstoff, den wir denn erzeugen, auch auf jeden Fall nutzbar machen. Dazu gibt es hier das wunderschöne Benzintank. Dieses wunderschöne Benzintank. Wow, Garderol. Jetzt haben wir das Problem, da oben ist eine Tankstelle und da unten ist eine. Wo arbeitet denn hier der allseits bekannte Professor Schmidt-Hindemith, der uns dann sagt, wo Hindemith? Es wird nicht besser mit den Witzen, ne? Ich glaube, ich sollte das einfach lassen, bis ich wieder vollständig fit bin. Hier sieht man jetzt natürlich überhaupt nicht, ob das reicht von der Entfernung. Leider nein, leider gar nicht. Die müsste so irgendwo... zentraler stehen. Boah, ist das nervig, dass man das hier in der Perspektive nicht so gut sehen kann. Ich bin doch nur zu dumm, dass es knallt. Also das wäre in Reichweite. Das auch und die Fabrik auch. Also das wird wahrscheinlich gehen. So, dann die Richtung passt. Das ist hier. Genau, und dann können wir hier Ressource wählen, Bio. Der dürfte auch nicht schlecht werden. Sagen wir mal 2000. Der kann hier produziert werden und betankt werden und überhaupt. Ja, sollte doch passen. So, dann haben wir den ersten Bio-Raps. Jetzt lass mich kurz überlegen. Hallo, Ballo, wollen wir das ganze Geld dann bekommen? Hä? Hühnereier? Wieso kriegen wir jetzt auf einmal so viel Geld für Hühnereier? Achso, ich hab falsch geguckt, Entschuldigung. 9000, 10.000, 12.000, 6.000. Wo haben wir denn so viel Geld für gekriegt? Rapsöl. Wow. Und Kuchen. Okay. Läuft. Sehr gut. Ja. Also die... aus dem Bio-Mais wird jetzt wiederum Bio-Samen hergestellt. Sehr gut. Hier wird nach wie vor gewartet, dass wir die hinreichend haben. Da fehlt wahrscheinlich auch noch. Rhubarodon, schwarze Johannisbeeren fehlen. Ich werde mir so nochmal ein Gewächshaus bauen. Sehr gut. Ja, dann würde ich fast sagen, ja, wie lange hält denn der Bio-Mais? Ewig und 180 Tage, sehr gut. Die Frage wäre auch, zum Beispiel Leinen. Ja, wir müssen irgendwie mal gucken, ob wir hier was Sachen aus dem Lager rauskriegen. Was haben wir denn da? Stroh? Leinen. 3000 Leinen haben wir. So. Raps. Wie sind es denn immer so kleine Mengen? 100 Liter, wir haben 156. Ach hier. So. 170 normale Grassamen. Erbsen müssten wir eher nachkaufen eigentlich. Stachelbeere haben wir nicht. Haben wir sowas wie Bio-Kraftstoff? Nee. Sehe ich sonst noch irgendwelche Sachen, die wir hier haben?
Sorghum, Weizen, Mais kommt demnächst wieder. Yogas, Reis bauen wir gar nicht an. Brauner Zucker. Nee, sehe ich jetzt nicht. Tja, und wir brauchen... Jetzt würde ich nochmal gerne gucken. Wir hatten ja diese komische Angabe, die ja nicht stimmt, wie ich meine. Wo war das Verbrauch? Hier. Und ich nehme an, dass der Verbrauch sich auch auf Verkäufe bezieht. Monatlich. Dann sollte man den lieber nicht verkaufen, hier 22.000. Wenn es danach geht, wenn das stimmt. Wissen wir natürlich nicht. Gut. Gut, gut. Läuft aber. So. Erweiterung. Wie gesagt, die Marmeladenfabrik hat ab und zu mal einen Engpass. Weizen würde auch fehlen. Biograssamen, klar. Die sind noch in der Mache. Nein. So. Oh, habe ich falsch gemacht. Das heißt, wir könnten eigentlich die anderen verkaufen, die wir jetzt auf Lager haben. Ja, wir haben noch genug Gras, um die herzustellen. Das sieht alles auch gut aus. Dann würde ich sagen... Was ist denn mit der Imkerei? Der Honig wäre nämlich verkauft, ne? Das müsste passen. Gut. Dann haben wir hier jede Menge ungenutztes Land. Und wir haben... Auf was wartet es? Ernte im Gange. Zehn von zwölf. Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt hier die Anzahl der Kräfte erhöhen, weil so stehen wir wieder da. Kann man hier noch was ausbauen? Kaufen mehr Land. Dann Traktoren Ethos stehen da. In den Logistikzentren sind die Mitarbeiter auch voll. Also, Die Logistikzentren sind mit Mitarbeitern voll. Nicht andersrum, das wäre ein bisschen bedenklich. Können wir denn behelfsmäßig... Ich habe überlegt, ob wir behelfsmäßig die Bio-Samen kaufen sollen, aber ich will das schon selber machen irgendwie. Die Frage ist, wie viel haben wir denn jetzt von den Maissamen? ...514 Bio-Maiskerne. Ich würde mal vorsichtig annehmen, das reicht. Ich würde erstmal hier die Produktion verdoppeln. Und das ist so ein bisschen der Punkt, ne? Ich glaube, das Spiel geht sehr schnell in so ein Micromanagement rein, was eigentlich nicht so cool ist. Apropos Micromanagement, können wir noch Sachen lernen? Logistik? Müssen wir noch mehr Silos bauen? Ich bin mir bei den Silos auch nicht so sicher, ne? Die bauen wir dahin, damit wir irgendwie näher an Gebäude rankommen, also an Produktionsgebäude. Letztlich müssen wir aber im Wesentlichen nur die Lager so als Puffer verwenden. Wir brauchen eigentlich mehr Lagerplätze. Das wäre eigentlich besser. Und wir brauchen eine dritte Obstplantage, damit wir hier nochmal den Obstplantagen-Dings erhöhen können. Und dann würde ich sagen, wir kaufen nochmal Land.
Und zwar das hier. Um hier Obstplantagen zu errichten. Dann bauen wir hier die Aorta. Hä? Warum? Warum geht's hier nicht weiter? Hä? Merkwürdig. Da ist ein Mast, dann würde ich sagen. Elon Mast? Entschuldigung. Komm, der war. Ja, okay. Nee, pass auf, dann machen wir sofort das andere Feld auch mit dazu. So. Okay, es war möglicherweise wegen dem Gelände hier. Und ich würde das mal so machen. Keine Ahnung, was man hier noch hinstellt. Vielleicht so nochmal so Bewässerungspumpen-Sachen oder so. Dann würde ich jetzt ein Obstfeld hinmachen. Und ja. Können wir hier. Apfel. Apfel zu Apfelsaft. Bio-Apfel. Kriegen wir denn Bio-Apfelsamen eingekauft? Nein. Ist das zu langsam? Ja, 50. 89, würde ich jetzt nicht sagen. Ist wahrscheinlich nur, weil dieses Lager hier 2000 will. Dann sagen wir mal erstmal 1000. Ja, ist eh viel zu viel. Ja, Birnen. Können wir denn. Ich würde halt gerne immer Sachen bauen, wo wir dann auch eine höhere Tiefe erreichen in der Produktion, ne? Kirschsaft. Ja, schauen wir mal, was bringt was. Wir nehmen mal den normalen. Achso, muss erstmal wissen, wie die Mengen sind. Jetzt geht wieder die Rechnerei los. Das tut mir auch sehr leid für euch. Nee, ich will nicht den Namen ändern. Ich möchte hier draufklicken, bitte. So, aus 550 Äpfeln 450 Saft. So, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Guck mal. Aber Kirschen müssen wir theoretisch auch anbauen können, ne? 450. Okay, es wird der Apfel. Wir bauen eine Apfelplantage. Und ja, nennt mich verrückt. Aber ich mag das bei diesen Plantagen irgendwie, dass die nur so ein bisschen de Länge lang sind, aber gar nicht mal so groß und breit, weil das hat so diesen Eindruck, wisst ihr so, wie das früher auf den Höfen war, dann hat man so einen kleinen Apfelhof, dann hat man ja so einen Onkel, der Schreiner war und der die Äpfelbäume dann immer noch veredeln konnte. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf dieses rein zufällige Fallbeispiel komme. Und ja, dann ja, dann war das ein, was ist der Apfelhof, ne? Da war es wieder noch ein paar Fläumchen dabei. So, was braucht der denn? Der braucht. Achso, ist noch im Rechnen. So, was braucht er denn? 120, ist ein bisschen zu viel. Und.
machen wir so. Dann Feuchtigkeit. 40 gesagt, passt. Gut. Teure Bewässerungspumpe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir demnächst dann... Obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir demnächst noch weitere Fahrzeuge brauchen, aber diese Apfelplantagen haben ja regelmäßig den Vorteil, dass die nur einmal angepflanzt werden, ne? So. Dann hier rüber. Ich würde, komm, dann... Die Grundsteuer wird wohl nicht so hoch sein. Machen wir hier direkt den Abwasch fertig. Hm, das Blöde ist natürlich, dass wir jetzt hier... Oh, Pilzis. Oh, das sieht nicht so essbar aus. Das Blöde ist, dass wir hier jetzt die ganze Zeit einspurig hatten. Warte mal. Das geht aber, oder? Warte mal. Hm. Ja, weiß nicht. Also wenn schon falsch, dann richtig, ne? So. Wieso fährt denn der mit dem... Ah, okay, das Feld wird erst auch aufbereitet. Wusste ich gar nicht. Das hatte ich sogar nicht auf dem Schirm. So, was ist denn hier? Oh, ist angepflanzt. Da können wir wieder auf Wechselding machen hier. Auf hier war Mais. So. Miststreuer. Ja. Also ganz ehrlich, ich würde auch gucken, dass wir unseren Fuhrpark ausweiten. Einfach aus folgendem Grunde. Die ganze Zeit, wo die Maschinen hier nicht benutzt werden können. Bleibt Land liegen, was nicht bewirtschaftet, bearbeitet und so weiter werden kann. Und das ist verschwendete Zeit, ne? Irgendwie. So, was kriegen wir hier rein? Wir kriegen Weizen. Auch für die Tiere verwendet. Mähdrescher und Kastenanhänger. Ja. Zumal wir jetzt auch diese Felder hier bewirtschaften müssen. Überlegen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin, danke für eure Unterstützung. Und ich lese alle eure Kommentare, egal was hier sonst um mich herum im privaten Leben gerade so los ist. Danke für eure Unterstützung.